Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Endlich ist es wieder soweit. Cops vs. Racer, Save the VIP. Mit dabei in der heutigen Ausgabe haben wir Andy, Eragos, Acid, Beta Effect, Crapper, Femmuffin, Herbsti, JK, Lukas370Z, Muffin Heiler und Justin. Grüßt euch alle. Hallo. Hallo. Servus. Hallöchen. Moinsen. Hi. Hallo. Ja, wie ihr gerade aus meiner Sicht seht, seht ihr drei sehr unterschiedliche Fahrzeuge. Das bedeutet schon einmal, dass ich in der ersten Runde bei den Racer, bei den Angreifer bin. Und das haben wir heute tatsächlich komplett im Zufall überlassen, wer Racer überhaupt ist und wer in welchem Team ist und so weiter und so fort. Deswegen, ja, lasst euch mal überraschen, wer in welchem Team ist. Wobei, das kann ich ja, glaube ich, schon mal verraten. Mit mir dabei ist noch Eragos und Beta Effect. Und in der zweiten Runde dann das Racer-Team stellen wir davor. Jetzt hier in der ersten Runde, der Rest ist natürlich jetzt bei den Cops. Wer da welche Rolle begleitet, das werdet ihr dann in der entsprechenden Sicht sehen. Da verweise ich einfach mal auf die Videobeschreibung und auch die anderen Sichten. So, ich würde aber sagen, diese Save the VIP-Folgen sind immer sehr, sehr, ich sag mal, nervenaufreibend, ja, also aus Sicht des Spielers. Man hat es vielleicht schon in den vergangenen Folgen mitbekommen. Da ist natürlich schon ein bisschen Spannung am Start. Spannung im Sinne von, ja, Nervenkitzel und, kurze Zündleine und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das macht das Ganze ja auch so interessant und das sind die Emotionen natürlich voll dabei und deswegen möchten wir uns selbst und natürlich auch euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir gehen einfach ins schnelle Briefing zur ersten Stage der ersten Runde und dann schauen wir auch einfach mal, was sich so die Teams jeder Seite ausgedacht haben und dann beginnen wir auch schon mit der ersten Stage. Viel Spaß! So, die erste Stage der ersten Runde führt die Limousine und ihre anhängliche Kolonne. Furchtbar, dass die so anhänglich sind. Die können auch ruhig mal alleine fahren, die Limo. Würde es für uns wahrscheinlich einfacher machen. Sei es drum. Die wollen von Bamborough Castle zu Kingfisher Cottage fahren. Oder wie Andy meinte, zu Huntsman Lodge. Das werden wir dann noch sehen. Nee, zu Kingfisher Cottage natürlich. Genau, wir starten hier. Oder das ist der Startpunkt des Attackers und des Heavies. Ich begleite heute mal den Attacker. Eragos wird den Scout machen. Und Beta folglicherweise dann den Heavy. Eragos wird hier im Süden starten ungefähr, wird dann bis auf 1 Kilometer ranfahren, das dürfte ungefähr bis hier sein und deckt einmal mal den Süden ab, dass sie halt eben nicht irgendwie die südliche Linie fahren, dass die hier die Delfinstraße fahren, so wie wir die ja getauft haben. Ja, das ist soweit. Ich werde relativ schnell hier über diese selbstgenannte Boomerang-Straße fahren und versuchen hier oben das so ein bisschen dann abzudecken, während dann Beta als Heavy erstmal hier so ein bisschen verweilt an dieser Kreuzung. Denn wenn die im Süden nicht runterfahren, dann soll Eragos relativ fix hier rüber zu dieser, ich sag jetzt mal, Dreierkreuzung, Bahnübergangskreuzung, nennt wie sie ihr wollt, die hat jetzt keinen speziellen Namen, fahren und dann einfach mal ein bisschen abdecken, dass sie halt eben hier nicht fahren und eben halt vor allem auch nicht auf die Autobahn drauf fahren. Dann kann aber auch vor allem unser Heavy auch ein bisschen vielleicht weiterfahren. Was wir jetzt gerade nicht decken, das uns natürlich auch aufgefallen ist, sie könnten natürlich ein bisschen weiter nördlicher fahren, über den nördlichen Flugplatz zum Beispiel und dann entweder hier ganz kurz Edinburgh besuchen oder sowas und dann hier oben rüber nach hier hingekommen. Schließen wir allerdings relativ aus, weil es, glaube ich, sehr unpraktisch ist, von hier oben anzukommen und dann hier über diese Brücke rüber, wobei möglich ist natürlich alles, um bei Andy, dem Taktikfuchs, natürlich nicht auszuschließen. Weil ich glaube, sie gehen nicht in der ersten Runde eine so komplizierte Sache. Wenn es aber so wäre, glaube ich, können wir noch relativ umswitchen. Ansonsten, es ist, wie es ist. Ist egal. Wir probieren es einfach mal aus. Ich würde sagen, wir verlassen einfach mal die Karte, geben das Startsignal und vielleicht können wir auch schon direkt loslegen. Vielleicht aber auch nicht. So oder so, es geht jetzt auf jeden Fall. Ja, es geht. Ah, was habe ich gemacht? Ich bin irgendwie ins Menü gegangen. Ja, es geht auf jeden Fall los. Viel Spaß. Da habe ich aus. Ich bin aus Versehen auf die Windows-Taste gekommen. Das war nicht so schlau. Wobei, ich habe ja auf meiner Tastatur eigentlich so einen Gaming-Modus. Da dürfte das eigentlich deaktivieren. So, habe ich mal gerade aktiviert. Den hättest du mal drücken können. Ne? Ja, den habe ich jetzt gedrückt. Weiß auch nicht, wie ich jetzt auf die Windows-Taste kam. Auf jeden Fall hat es mich direkt ins Menü gehauen. Sei es drum. Ich bin in Position. Didim. Dirim, dirip, 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 dirip. Oh ne, halt, das war was anderes. Das war's, Paul, der pinke Panda. Boah, schon ewig her, dass ich das gesehen habe. Bei mir ist immer noch nichts. Okay, ja. Vielleicht mal umorientieren schon mal. Upsala.
Ich meine, es können natürlich auch mal die Taktik des Wartens gespielt werden, aber das glaube ich fast nicht. Ich glaube nicht, dass sie bei der ersten Stage warten. Nee, also gehen wir schon rüber zur besagten Kreuzung, weiß nicht, dass die dann schon bald da vorbei sind und wir das leider nicht mitbekommen. Jo. Bin jetzt auf der Straße. Bin noch gerade am Überlegen, ob ich schon direkt darüber soll. Ich kann ja schon mal gucken, auf jeden Fall. Sehe ich das von hier, wenn die da drüben fahren? Boah, es wird wahrscheinlich nicht gerendert werden. Man darf halt auch echt nicht unterschätzen, wie schnell die Kolonne losfährt manchmal und wie schnell die Zeit überbrückt. Aber hier ist nix, ne? Bei mir ist bisher auch nix. Nein, das sind... Dann sind die doch safe über Norden gefahren, oder? Sie jetzt doch über Norden gefahren. Ich guck da hin, aber ich glaube, so weit wird es gar nicht gerendert vom Spiel. Das ist erst mal nix. Ja, auch noch nicht. Dann muss ich jetzt wirklich nach Norden fahren. Oh Gott. Ich sehe es wieder kommen, das werden wieder so Stages, wo wir sie wieder einfach nicht finden. Ja, da oben fährt ganz schön viel. Das könnten sie sogar sein. Moment. Könnten aber auch einfach nur irgendwelche Passanten sein. Ne, da ist sie. Hab sie entdeckt. Die sind jetzt gerade nördlicher Flugplatz, fahren aber Richtung südlicher, also quasi die Ample-Geschichte. Mhm. Dann werden sie nicht mehr auf die Autobahn fahren, oder? Doch, natürlich. Jetzt können sie auf die Autobahn fahren. Die fahren von Norden nach Süden. Ich bin Autobahn. Versuch sie ein bisschen die Limo Tunnel aufzuhalten. Ja, also sind sie jetzt Limo Autobahn drauf? Ne, noch nicht. Sie fahren jetzt gleich, die sind gleich auf Höhe südlicher. 21, 22, okay, scheiße, ich glaube 15 Sekunden richtig nicht aufgehalten. Bei der großen Autobahnauffahrt sind sie unterwegs, oder wie? Ja, noch vor der mittleren Autobahnauffahrt, ja. Also sie sind immer noch nicht am Höhe südlicher. Immer noch nicht südlicher. Schieß mich tot. Jetzt sind sie an der südlichen Flugplatz vorbei, fahren jetzt auf die mittlere Verbindungsstraßenauffahrt. Ich sehe sie. Ich versuche gerade die Limo einfach auszubremsen, einfach um Zeit zu spielen. Genau. Wo sind perfekt die? Ach, die hier, ghostet wie Sau. Echt? Achso, bei mir nicht zum Glück, aber jetzt versuchen wir die mal hier dagegen zu klatschen, vielleicht. Aua, jetzt gehen die voll gegen mich, finde ich nicht geil. Wo sind sie? Auf der Brücke, oh, oder? Ja, auf der Brücke Richtung. Ach. Da kommt direkt auf dich zu. Habe ich nicht ganz erwischt, aber ein paar mehr Autos erwischt. Stell mich mal davor. Ja, wir müssen jetzt einfach noch Schaden reinklöppeln in der ersten Runde. Ist aber gut, dass wir sie jetzt doch noch so früh erwischt haben. Und ansonsten auch ein bisschen Schaden in die Cops reinhauen, dann müssen sie schon viel reparieren und so. Ist ja auch nicht schlimm. Darf ich von Offroad angreifen? Der Scout ja. Scout darf immer angreifen. Ich bremse mal. Ja, wenn du... Alter, ups, lass mich doch jetzt mal zurück. Alter, was geht denn ab? Ich versuche die einfach mal auszubremsen. Ich glaube, das ist einfach der sinnvollste Weg. Und der Heavy mal ruhig versuchen, immer von vorne vorzufahren, Schwung zu holen, vorne reinballern. Und selbst wenn du nur einen Kopf erwischst, es tut weh. Sie müssen es reparieren. Und es kostet Geld oder Reparaturpunkte, wie auch immer. Deswegen, das ist alles kein Thema. Und eben wir versuchen die ein bisschen. Sag ruhig kurz bevor du kommst oder so, dann gehen wir zur Limo Seite. Limo ist momentan Offroad. Ja, ich sehe es, alles cool. Ah, der Escalade hat mich gerade gut erwischt. Jetzt habe ich sinnlos dem Audi eine mitgegeben. Ich teleportiere mich mal davor. Du weißt aber, dass du dein Leben verlierst, ne? Ja, einmal darf ich ja. Ja, muss nur sein. Ich fahre auch mal ein bisschen vor. Versuch von vorne zu kommen. Hilft nicht Offroad. Schön. Ah, nee, das hat leider den Camaro erwischt. Schade. Hat aber gut ausgesehen von hier. Ja, es hat gut ausgesehen, aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Schaden am Camaro berechnet wurde. Ja, Victor RS6. Okay, da werde ich irgendwo in die Pampa geworfen.
Oh, Heavy, sorry, ich hab dich nicht gesehen. Alles gut, alles gut. Oh, sorry, da wollte ich nicht angreifen, mein Fehler. Ich bin einfach nur auf die Straße zurück, ich dachte, die sind noch weiter hinten. Sorry an das Cop-Team, ich wollte da nicht vom Offroad aus angreifen. Sieht man ja in meiner Aufnahme, dass ich gar nicht nach links geguckt habe. Der ist in mich gecrashed. Klares Angriffsziel. Ich fahre mal wieder ein bisschen vor, versuche von vorn zu kommen. Ey, wir haben halt nochmal an der Brücke eine gute Chance, ne? Weil die müssen irgendwann über die Brücke. Ah, scheiße, Streifschuss. Ich versuche einfach jetzt jedes Mal ein bisschen vorzufahren. Ja, so von vorne reinhämmern ist nicht schlecht und wir versuchen die anderen zu beschäftigen. Ja, versucht dann die Limo auszubrennen, ein bisschen langsamer zu machen, die komplette Kolonne langsamer machen. Ich glaube, das ist echt ein guter Weg einfach. Okay, der Eskalator zerstört sich an mir selber. Weil wie gesagt, ansonsten müssen die eh viel reparieren und dann ist der auch gut. Macht ja die Kolonne auch schwächer für die nächsten Stages, weißt du? Ab welchem Schaden bin ich eigentlich raus? 90 normalerweise. 90, oh, fuck. Okay. Ja, genau das meine ich. Versucht mal die Limo langsam zu machen. Die ist viel zu schnell gerade. Ja, ja. Da kann ich nicht so schnell reagieren. Der Baum ist gut, der Baum ist gut. Da bin ich wieder komplett offroad gejagt. Fahr die geradeaus weiter? Ich hab sie geradeaus. Sie sind geradeaus drüber, ja. Aber die stehen so gerade. Oh, ich verpiss mich mal, bevor ich festgesetzt werde. Oh, danke, der Eskalator hat mich vorhin in die Limo gehauen. Oh, okay, ich bin bei über 90%. Ich bin raus. Ja, dann bist du raus für die Runde, ja. Ich hab noch meine ganzen Leben. Motor ist 20%. Okay, jetzt fährt sie hier. Loslassen, wir müssen die wieder zurücklassen, wenn die so offroad ist. Du darfst mich aber auch nicht angreifen hier. Eigentlich ja, aber sie macht es halt gerade trotzdem. Das ist egal. Ich werde das gerade richtig Chaos bei denen im Channel. Ja, natürlich, guck dir das mal an, das ist ja null Organisation. Wir haben es auch schon übelst lang nicht mehr gespielt, müssen wir mal ehrlich sein. Ah, oh, fuck, ich dachte, die ist schneller, ich wollte sie gegen den Baum drücken. Ja, nice. Jetzt fährt er so runter. Ich muss irgendwann mal in die Abstandsanzeige mal rein. Oh, ich port mich mal. Und derzeit kann ich hier den Abstand mal machen. Die müssen jetzt eh von hier kommen. Ein Leben kann ich ja mal opfern. Ja, sie hat mich gegen Baum geschubst. Ja, jetzt, du musst mich aber wieder loslassen. Also wir müssen halt am besten auf der Brücke. Irgendwie auf der Brücke die am besten zerstören oder so. In der Brücke irgendwie dagegen. Gut langsam. Also was ich so aus der Drohne sehe, ist die Limo und auch die Autos haben schon gut Schaden eingesteckt, so wie das aussieht. Fahre ich überhaupt in die richtige, ja, ich fahre in die richtige Richtung. Ich habe mich da viel zu weit weg. Also von dir aus links dann? Links am Rand? Also richtige Fahrtrichtung? Nein. Von dir aus links. Ist egal. Na fuck. Egal. Bisschen gerammt, ist auch okay. Ach komm. Oh, ich hab keinen Grip. Warum hab ich keinen Grip? Ich hab keinen Grip. Warum hab ich keinen Grip? Ich bremse die gerade voll übel aus, aber das bringt halt nichts. Boah, jetzt seid ihr weg. 3%. Ach komm, ich schieb die einfach mal an, vielleicht. Vielleicht, nee, geht nicht. Ein Drehzahlbegrenzer, schade. Okay. Jetzt kommt gleich Brücke. Ah ne, das ist noch ein Knick. Komm aber nicht mehr hinterher. Lass die Eskalates hier. Oder versuch sie aufzuhalten. Aber der eine Eskalator ist schon durch. Der kommt mir nicht mal mehr hier hinterher. Dann gebe ich jetzt dem Eskalator hier einfach noch eine mit. Hat er schon bei der Brücke? 21, 22, 3, ja, 23, 24, 25. ich meine, so einen richtigen Nervensack. Ich kann sie nur aufhalten. Mir fehlt noch eine Unterstützung. Ja, du bist alleine, ich bin leider. Achso, okay. So. Mit dem Eskalator noch eine Zeitschild, Nerven. Und noch irgendwie ein paar Prozente raus. Ja, denk dran, dass die dich auch noch festsetzen können, ja, Ray, ne? Ich weiß, aber dann müssen sie es konkret machen und nicht so Larifari. Jetzt schieben sie mich weg. Weg von der Limo. Okay. Seid ihr denn? Ich finde euch gar nicht mehr. Okay, auf der Brücke, genau. Auf der Brücke. Auf der Brücke. Okay, ich port mich nochmal ganz schnell. Ah ja. Komm, okay. Komm. SSD, 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 SSD. Tu was für dein Geld. Ja. Nein! Oh, ja, komm, wie sie aber auch abkürzt. Sorry, ey. Fahr noch mehr Offroad. Ja, komm, haben sie die Runde.
Passt schon, will ich nicht kleinlich sein. Oh, bin ja auch gut. Einmal Offroad. Nee, ich glaube, die hat schon gut gefressen. Ja. Klingt nicht mehr so und gesund. Und die anderen haben aber auch, glaube ich, gut gefressen. Die müssen schon mächtig jetzt Reparaturpunkte ausgeben. Also ich glaube, das war eine gute Runde. Ey, zum Glück habe ich da noch geguckt. Und ich so, ey, da oben ist Bewegung. Ich glaube, da fahren die. Boah, Glück gehabt, ey. Ja, sonst wäre es wirklich so eine Ghost-Runde geworden. Ja. Ja, klar, aber das ist ja wie so oft schon in diesen VIP-Folgen, ne? Ich meine, ich glaube, die vorletzte oder vorvorletzte VIP-Folge, wo wir die gar keine Runde entdeckt haben. Also wirklich alle drei Runden nix gefühlt. Und ich glaube, die letzte ganz kurz oder so. Naja, sei es drum. Gut, aber das war eine gute Runde. Ich glaube, wir fahren einfach weiter. Die Taktik sollten wir sie sehen. Dass wir wirklich versuchen, oder der Scout vielleicht versucht, ist ja egal, du hast ein Leben, aber sobald alle dran sind, alle drei. Mhm. Einmal von vorne reinbremsen oder wie? Ein bisschen auszubremsen. Ich hilf auch noch ein bisschen vielleicht mit dem Ausbremsen. Mhm. Ne, dass die einfach die gesamte Kolonne einfach langsam bleibt. Und dass du als Heavy Beta wirklich voll reinhalst. Und selbst wenn du nur einen Kopf triffst, scheißegal, die kriegen auch Schaden. Und können dann irgendwann später auch nicht mehr gegen uns so gut wegdrücken, weil weniger Leistung, weniger Power zum Wegdrücken. Und sobald du deine paar Angriffe gesetzt hast, dann kann ja ich das dann auch übernehmen. Dann machst du ein bisschen weg, langsam Macher. Ihr sagt auch immer durch, oder wir sagen immer durch, wo die Limo gerade ungefähr ist in der Kolonne. Ist sie gerade neben der Straße, ein bisschen auf der Straße und dann einfach voll drauf. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Versuchen wir einfach mal weiter. Aber wichtig ist natürlich, dass wir sie relativ fix wieder entdecken. Und deswegen, ja, gibt es einen kurzen Cut und dann schauen wir uns mal ganz schnell an, wo es denn in Stage 2 hingeht und was unser Plan ist, die Limo wieder hoffentlich schnell zu entdecken. So, die zweite Stage führt die Kolonne von natürlich Kingfisher Cottage. Da sind sie ja angekommen. Mehr oder weniger heile. Und sie müssen zur VIP-Hütte, Lake Lodge, müssen sie fahren. Unsere Taktik ist folgendermaßen. Wir haben einen Startpunkt hier, wobei der Scout natürlich wieder freie Startplatzwahl hat. Und deswegen fangen wir auch mal im Scout an. Der Scout startet irgendwo hier, Vorgartenstraße, fährt zu diesem Dreieck und checkt einfach mal ab, ob sie nach da irgendwie abhauen wollen. Während ich als Angreifer versuche, hier Richtung Süden zu fahren und vielleicht auch mal rüber über das andere Ufer sozusagen zu gucken, ob sie da lang fahren. Während Beta als Heavy hier vorne gleich abbiegt und schon mal die östliche Seeseite abdecken möchte. Denn ihr Ziel ist hier und ja, also gucken wir einfach mal. Ich will das ja gar nicht groß jetzt thematisieren, was könnten sie alles machen. Wir lassen uns einfach so ein bisschen drauf ankommen. Wir haben, glaube ich, schon mal gute erste Runde gefahren und toi toi toi, dass die zweite Runde auch klappt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal an der Stelle oder gebe ich einfach auch schon mal das Startsignal und dann sehen wir ja, ob es gleich losgehen kann. So sieht's aus und viel Spaß. Da ist unser Heavy. Gut. Also direkt da vorne rechts dann, ne? Mhm. Für dich. So, ich versuche schon mal darüber zu scouten. Ich was sehe. Noch sehe ich nichts. Muss halt gucken, dass ich nicht näher wie 2 Kilometer fahre. Gott, der sieht man voll schlecht. Doch, die fahren östlich. Die fahren die östliche Straße nach Norden hoch. Also es sind ganz viele Lichter, das müssen sie sein. Es sei denn, sie halten jetzt wirklich an. Die werden voll langsam. Warum werden die so langsam? Faken die? Also es fahren auf jeden Fall einige die westliche Fluss hoch. Limo erkenne ich gerade nicht. Doch, Limo ist auch dabei. Die kommen auf jeden Fall auf der Seeseite raus. Also ich habe die Limo gesehen, ich versuche sie von hinten zu attackieren. Ich fahre einfach einmal rüber. Dann fahre ich von vorne drauf. Genau, bleib du auf der östlichen. Ich mache einfach den Sack zu, weil ich habe die Limo gesehen. Das heißt, Sperrzone ist aufgehoben. Eragos, du kommst auch einfach von hinten jetzt. Oder fährst die östliche Straße hoch, wie auch immer, was dir schneller ist. Wir müssen jetzt einfach ganz, ganz schnell auf die östliche See-Dings zuschieben. Die östliche Seestraße. Da kommen sie nämlich definitiv raus. Und du kannst ja ruhig die Brücke schon überqueren und auf diese Straße einbiegen. Ich bin auch schon auf der Straße, wo die langfahren. Ja, perfekt. Und ruhig ausbremsen. Versuchen die Kolonne langsam zu machen, dass wir schnell, so schnell wie möglich zusammen. Und dann machen wir den Plan, wie wir es vorher besprochen haben. Langsam machen, du haust drauf. Und dann geht's ab. Ich bin jetzt gleich in der schnellen Kurve. Die werden dann natürlich schon längst vorbei sein. Die sind da, wo die Straßen kommen. Na? Ach, keine Ahnung.
sind halt schon weiter auf der geraden Strecke. Aber noch nicht am See. Nein, noch lange nicht. Ich komme noch ein paar Trinken. Ich sehe auch einen Escalade, der ist super langsam hier hinten. Das bist du. Da ist die Limo. Die möchte mit dem Traktor Bekanntschaft machen. Nee, ich mache mit dem Traktor Bekanntschaft. Schade. Und Mini. Ja gut, dann versuche ich jetzt, auszubremsen und du machst Attacke von vorne. Jo. Okay, die ist super langsam, die Limo. Also die pfeift aus den letzten Löchern, Alter. Da ein guter Treffer von dir, die ist sie tot, behaupte ich jetzt einmal mal. Jetzt gibt sie wieder Gas. Sind die schon auf der Seestraße? Die ist immer noch auf der rechten Fahrbahn. Also von dir aus links, die linke Fahrbahn von dir aus. Ist frei vorne. Ist keiner direkt vorne dran. Okay, ein bisschen davor schon, aber halt jetzt direkt an der Limo nicht. Jetzt fährt sie Offroad. Hallo, hört mich jemand? Sind die schon auf der Seestraße? Nee. Wir sind noch davor. Wir sind noch auf dieser Verbindungsstraße sozusagen. Also die südlichere Verbindungsstraße. Bin ich quasi an euch vorbei. Ah, okay. Dann war der Nachzügler quasi die Vorhut. Ui. Oh. Also wenn wir das geschickt machen, schaffen sie die Runde nicht mal. Jo, der schiebt mich einfach mit Mega-Power weg. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nein! Nein, was nicht warst bewegen! Du? Nicht bewegen! Ja, das ist mir von hinten leider draufgefahren. 21, 22, 23, 24. Die glitscht durch mich durch. 25. Na, verdammt, Alter. Ja, einfach stehen bleiben, wenn es geht. Gegen die Mauer drücken, wenn die so langsam ist. Die Mauer geht nicht mehr kaputt, das passt. Nein, ich bin zu langsam. 21, 22, 23, 24. Na, fuck, einer muss da hinten. Bin selber dahinter, das ist gut. Einfach dahinter fahren. 21, 22. Nee, vergiss es. Glitscht sie sich langsam raus. Ja, das war jetzt halt doof, dass du da. Das ist aber auch ein Assi-Move von den Cops. Ja. Sorry, sorry. Aua. Geil, die blockieren sich selber. Hau mal hier ab. So eine Scheiße, Alter. Hält der, was ist das schon wieder für ein Gerange hier? Jetzt hat sie. Vorne. Ich muss sie jetzt gegen die Mauer drücken, ey, es wirkt nichts. Weil die hat zu viel Speed, jetzt macht sie die Mauer wieder kaputt. Ja, ich lasse sie auf die Straße zurück. Ey, wir machen sie einfach vorne an der Brücke, okay? Ich komme jetzt nochmal von vorne und dann. Ich glaube, die Eskelets sind alle tot, kann es sein? Die sind überhaupt nicht mehr da. Alter, okay, die drücken 21, mich komplett durch. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ja, die Hammer. Das war's. Nice, guys, nice. Schönes richtig gut Ding gespielt. Hier. Richtig Wobei, gut gespielt. Ja. Ja, das war halt glücklich, dass wir sie in den ersten Runden direkt gesehen haben und gut ausgeteilt haben. Aber haben wir gut gespielt, auf jeden Fall. Und die hatten halt Chaos, glaube ich. Glaube ich auch. Ja, gut, egal. Es gibt einen Seitenwechsel, beziehungsweise wir drei werden auf jeden Fall jetzt zu den Cops wandern. Die nächsten drei Racer sind, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, egal, wir sagen gleich, wer die nächsten drei Racer sind. Und dann gucken wir mal, ob wir auf Seiten der Cops das ein bisschen besser hinkriegen. Die Runde, die wir aber fahren werden, ist, es geht von der Strandhütte los und die müssen von da aus zur auch VIP-Hütte kommen. Also, ja, wird interessant. Wir gucken mal, wie es ist und deswegen jetzt kleiner Cut und dann beginnt schon die zweite Runde. So, die Seiten sind getauscht und ich bin euch ja natürlich noch schuldig, wer jetzt im Angreifer-Team vertreten ist. Wie gesagt, der Zufallgenerator hat es ausgewählt. Das ist Acid, Crapper und Muffin-Heiler. Die Route ist jetzt vom Strand zur VIP-Hütte. Da müssen wir jetzt durchkommen als Kolonne. Der Attacker und der Heavy startet hier ungefähr und der Scout, wissen wir schon, der hat wieder Narrenfreiheit. Unser Plan ist, glaube ich, einfach relativ simpel. Wir fahren jetzt erstmal dieses Stück Goliath rückwärts bis vorwärts. Zu dieser Kreuzung. Vorwärts. Nee, ich sag schon wieder rückwärts. Irgendjemand hat mir diesen Floh ins Ohr gesetzt. Ist egal. Ja, aber richtig, danke für die Korrektur. Alles gut. Ja, richtig rum natürlich. Also nach Süden halt. Biegen dann ab dieser Kreuzung nach Norden ab.
fahren dann die westliche Flussstraße Richtung östliche Seestraße und ab dann dann den direkten Weg. Also im Prinzip jetzt die Extended-Version von der zweiten Stage der ersten Runde, was die Cops schon versucht haben. Mit dem großen Unterschied, dass die Racer ein bisschen weiter weg starten. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir beginnen einfach und ich gebe einfach mal das Startsignal. Da leider keiner im gegnerischen Team aufnimmt, geht's auch direkt los, wenn sie das bestätigen. Go, go, go! Okay, ich fahr vor. Limo-Fahrer ist Lukas370Z, das war er gerade eben schon in der Runde. Und er hat die Sonderbefugnis, mir ins Wort zu fallen. Ich habe mich selber zum Präsidenten ernannt, aber er hat, die Limo darf immer den Präsidenten quasi ums Maul fahren, übers Maul fahren. Ach, scheiß drauf. Wir fahren ein bisschen der Limo weg. Ja, ein bisschen langsamer. Jetzt werden wir einfach parallel fahren und möglichst nicht in die Karre. Leute, bleibt dort vorne ein bisschen am Gas. Alles cool. Ich meine, solange wir keinen Kontakt haben zu den Herrschaften. Achtung, Angreifer, Transit. Land Rover. Könnt ihr auch ein bisschen euch aufdröseln. Rechts kommt zwei. Geht's? So, wichtig ist halt erstmal jetzt auf so einer geraden Strecke, dass die unsere Scouts entsprechend in Form von Andy und Herbstie, danke. Einfach ein bisschen ansagen. Und wir müssen halt ein bisschen auch auf den gegnerischen Scout achten, weil der könnte Offroad kommen. Aber bis jetzt noch kein Kontakt. Doch, da rechts von uns, Scout. Hat sich überschlagen. Wow. Ja. Nice one. Ist ein, ich kann leider nicht erkennen, was es ist. Es war irgendein Subaru, Mitsubishi, irgendwie sowas, so Rallye. Ja, auf jeden Fall was Schwarzes. Und hat sich überschlagen, jo. Ja. Ja, fährt er rechts, könnte so Subaru. Es ist ein Subaru. Ist es? Nee, ja, das der ist Racer ein, ist eine 8. Ist glaube ich, ein Evo 6 oder sowas. Ja, nee. Evo 6 oder 22B. Leute, bleibt drauf. Der Weg im Kreis. Limo, zieh einfach weiter deine Speed durch. Achtung, da hat Backen und Route. Ja, alles cool. Ist jetzt mal noch kein Angriff. Ja, dass im Kreis jetzt von hinten kommt. Da kommt irgendwas Beklopptes durchgeflogen. Aber ich glaube, das ist ein Random, ja. Leute, könnt ihr mal ausgeben, Camaros? Ja, ich fahre hier schon 150. Wir haben zwei. Nee, R8 kommt von hinten. Antikreifer, Attacker. Okay, ich halte direkt meinen 6. Ja, ich versuche mal beim R8 zu bleiben. Ja, hält aber Abstand, die warten auf den Heavy. Pass mal auf. Ein Escalade bitte vorne bleiben, eine hinten dran, genau wie ihr es jetzt habt. Das wird, falls der Heavy von vorne kommt, bitte auch gerade der Scout vorne, halten, bitte. Ich gebe dann Bescheid, euch, damit noch ist alles frei. Wir überholen genau, den schnell. Damit wir einfach genug Auslaufzone haben. Der wird gegen Baum gefahren. Perfekt. Ja, einfach Meter machen. Das ist jetzt eh die längste Stage, die wir haben von den dreien. Wenn wir die jetzt mehr oder weniger unbeschadet schaffen, ist es schon mehr als die halbe Minute. Okay, er fährt ran. Okay, Limo, du darfst mir ruhig sagen, wenn ich schneller oder langsamer machen soll, oder? Passt gerade die Geschwindigkeit. Achtung, R8 kommt von hinten. Ja, wir Achtung, sehen, wir biegen rechts ab. Ja. Und ansonsten R8 ruhig da hinten. Heavy von vorne. Aber er hat mich immer an der Seite getroffen. X-Klasse, weiße X-Klasse. Der hat mich an der Seite getroffen, ich hab 20 Motor. Go, 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 Limo, ey. Go, go, go. Du bist sehr langsam. Noch dahinter. Wow. Sehr gut, Camaro, sehr gut. Wir haben den Camaro verloren. Der eine Escalade, Scout auf der Seite. Bisschen auf den Scout, der darf Offroad attackieren. Camaro, machst es richtig gut da hinten. Halt den ruhig beschäftigt, alles gut. Heavy, sag mir aber, wenn er euch vorfährt. Fährt vor, fährt vor, fährt vor. Alles klar. Heavy von hinten. Sehr gut. Versuch mal den R8 ruhig mal hier gegen die Häuser oder so. Einfach, dass er ein bisschen den Schwung verliert. X-Klasse hinten. Kreuzung, wo es zur westlichen Flussstraße geht. Oh, ich sehe euch. Passieren gleich die erste Brücke. Ja, ich komme von hinten angeschossen. Okay. Escalates, kümmert ihr euch um die X-Klasse ein bisschen. Aber nie die Limo aus dem Auge verlieren. Ich ziehe rechts vorbei. R8 hinten. Na, der Scheiß dran zieht, Alter. Ich versuch den einfach aufzuhalten. Achtung, Kamera. Ja, ich bleib mal mit da. Ich bin schwerer, Junge. Geh mal auf die rechte Seite von dir. Naja, genau deswegen, ja. Mach ein bisschen die X-Klasse, ein bisschen unter Druck, das ist okay. Oh, Audi kommt durch, Audi kommt, Audi kommt, Audi kommt. Drei Passanten. L6, Achtung, rechts. Ich sehe den Audi. Aber Angreifer aktuell hinten, oder? Ja. Also frontal sehe ich nichts. Oh,
Wow, das hat jetzt irgendwie gar nicht geklappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Vorsicht, Lämmer, du bist hinten frei. Scheiße. Ich werde hier Sandwich. Camaro, warum bist du so langsam? Was machst du? Kannst du mal bitte jemanden kümmern, die mir haben? Ich bin gerade dabei. Ist so geil, egal. Och komm. Sorry. Warum stehst du da? Nein! Ich wollte den die X-Klasse ausbremsen. Pass mal auf, ich mach mal jetzt direkt einen Begleitschutz zur Limo, dass die Escalade sich mehr um den Heavy kümmern können. Ja, okay. R8 wurde ins Wasser geschossen. Ich hab den Audi ins See geschossen. Der hat Audi raus, du hast zumindest festgesetzt. Ich bin immer noch vorne. Vorhin. Das heißt, er könnte wieder von vorne abgreifen mit neuem Spawn, ne? Ja, wie ist das, wenn ich mich bei dem Manöver selber in den See geschossen habe? Bin ich dann raus? Wenn du zurückgesetzt wirst oder so, Achtung, ja, weiß nicht, hast du 100% Schaden oder so? Nee, ne? Null, also 5,9. Ja, X-Klasse von hinten, by the way. Kannst du ja weitermachen, ja. Okay. Okay, der hintere Escalade, bitte nicht so krass auffahren. Wenn X-Klasse von hinten kommt, kümmert du dich um die. Also noch ist vorne alles frei. Ich helfe dir mit, ja, kommt gerade von hinten. Ich lasse ein bisschen Abstand. Ja, sorry für die kleinen Internet-Decks gerade. Ich bin aber weit genug weg, nochmal. Jetzt hat der Escalade da hinten den genau durchgelassen. Oh, kann er nicht gegen den Baum fahren? Was ist denn das für eine X-Klasse, ey? Ja, einfach nur beschäftigt halt. Pass von vorne bitte. Haben wir vorne noch einen Scout, bitte? Wir haben vorne, vor mir fahren noch zwei Camaros rum. Okay, bitte Aussicht halten auf den R8. Der könnte sehr gefährlich kommen. Ja, der kommt hier gerade frontal. Komm rein! Ich hab was kommt von nur an der Seite gesehen. R8. Racer von vorne. Okay, bin ich vorbei. X-Klasse von hinten, Vorsicht! Müsst ihr mehr ansagen hinten, bitte. Ich kann nicht die ganze Zeit nach hinten auch gucken. Ja, Achtung, von Camaro, bleibt halt auf dem Gas. Ihr bremst mich aus. Okay. Evo links. Limo. Oh Gott, da kommt eine A-Klasse. Was passiert? Ja, what the fuck? Was ist denn jetzt da auch ein drauf? Da ist ein, ja. Ach, das ist noch hinten. Ruhig fahren, lass, genau. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die durch die Limo, ich bleib rechts von dir, Limo. Escalade bleibt links von der Limo, dass er durch die Brücke kommt. Erstes hinten. Evo kommt. So, gut, erste Brücke überlebt. Wir haben, glaube ich, keine zweite mehr. X-Klasse kommt auch von hinten. Lass den R8, ist egal, der schiebt dich an. Da hinten macht er dir keinen Schaden. Alles cool. Der ist neben mir. Scout kommt, jetzt machen sie gerade alle Druck. Alles easy, alles cool. Ja, ich bin schon dran. Vorsicht, Limo. Das Maro, du schiebst mich an. Audi hinten, X-Klasse hinten. Ja. Vorne alles frei. X-Klasse nimmt wieder das Maro. Sehr gut geblockt. X-Klasse schießt rein, X-Klasse schießt rein. Bitte. Ich versuch grad mal gegen den R8 ein bisschen zu gehen. Evo links. Ja. Evo kommt ja, ran an die Straße, Evo auf der Straße. Boah, Alter, wenn ich die X-Klasse auf 160 anschiebe, dann... Evo wieder links in die Höhle. Ja, klar, das ist aber ja ihr Problem. Wenn sie dich anschiebt, dann darfst du so schnell werden. Du darfst nur nicht zusätzlich beschleunigen. Achtung. Evo am Baum. Okay, ja. R8 hinten. Limo vorbei, passt, super. Macht Platz, passt. R8 von hinten. Go. Nee, kommt nicht durch. Sehr gut geblockt, Escalade. Weiter zumachen, jawohl. Sehr schön. Alter, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. 500 Meter. 500 Meter. Das schön, haben Camaro. Ja, wir kommen einmal von hinten. Bitte nicht blockieren. X-Klasse von hinten. Ja, fahr rum, einfach gut. Jawohl. Wow. Alles gut. Ist egal, das macht nichts. Ist egal, das macht nichts. Der ist hier hinten. Genau, eben. Er hat hinten getroffen, alles easy, alles cool. So, jetzt dürfen sie eh gleich nicht mehr. Wir haben es geschafft. Jetzt nicht mehr unnötig. Nicht mehr unnötig attackieren. Ja, auch also nicht mehr gegen uns selber fahren. Jeder Schaden, den wir jetzt zusätzlich haben, ist unnötig. Die müssen abbrechen. Sehr gut. Wir haben die längste Stage überlebt. Sehr gut. Limo, wie viel Schaden, Motor? 19,6. Ja, das ist okay. Alles cool. Cool. Das passt. Das heißt, 19,6 heißt unter 20%, heißt 5 Reparaturpunkte haben wir bekommen. Okay. Checken wir gleich mal ab, was wir da reparieren. Ich denke mal, Escalades in erster Linie. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir es machen. Ich finde es trotzdem war sehr gut, sehr koordiniert. Bei dem Chaos in dem Format, finde ich, haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Gibt es einen kurzen Cut, dann schauen wir uns mal an. Gut, ich meine, ich kann schon sagen, wo es hingeht. Es geht jetzt von VIP zurück, beziehungsweise geht es jetzt zu Kingfisher Cottage.
Wunderbar. Und dann würde ich sagen, kurzer Cut und dann gucken wir mal, wie wir die Strategie machen, was wir reparieren und so weiter und so fort. Bis gleich. So, die zweite Stage der zweiten Runde, habe ich ja schon gesagt. Es geht nach Kingfisher Cottage und ja, es war ein großer Wunsch, die Taktik von vorhin, die ja Kingfisher Cottage nach VIP hieß, umgekehrt zu gestalten. Das heißt, wir fahren jetzt einfach hier direkt straight nach Süden runter, hier rein und dann hier rum. Und ich glaube, ab hier ungefähr sind sowieso schon die 500 Meter Safe Zone. Genau, wir versuchen das einfach relativ schnell abzuspulen, relativ schnell diese zweite Stage hinter uns zu bringen, um nochmal ein paar Reparaturpunkte zu bekommen. Wir haben repariert, glaube ich, einen RS6 und einen Camaro, den Rest haben wir uns aufgespart. Die Escalades sind eigentlich noch gut in Schuss und auch die anderen Fahrzeuge haben irgendwas um zwischen ganz wenig bis, glaube ich, maximal knapp unter 40%, also alles noch okay im Normalfall. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren auch hier nicht so viel Zeit, sondern geben einfach direkt schon mal das Startsignal an die Angreifer. Und ja. Ja, jo, auf geht's, komm. Schnell. Go, 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 go. Keine Zeit verlieren. Achtung, kommt ein BMW noch durch. Ja, zwei. Ah, soll er machen. Ist mir jetzt egal. JK, ich fahr diesmal mehr vor, weil ich hab mehr. Du könnt ihr nix! What? Tu das. Camaro, ruhig ein bisschen Abstand lassen. Also jetzt gerade am Anfang müssen wir nicht auf Verdeih und Verderb parallel fahren. Leute, ihr fahrt an der Straße vorbei jetzt, wo euer da vorne. Vorsicht mit den Passanten. Ja, ich schieß gleich wieder vorbei, keine Sorge. Den Troll! Haben wir noch eine kleine... Affin, Visible Confusion. Lass mich, es ist abends, ich habe einen langen Tag hinter mir. Ich ja auch. Achtung, Camaro von rechts. Was kommt schon da? Oder NPC? Nein, nee, einer von uns, die Cops, die falsch abgebogen sind. Das Ganze jetzt nochmal, da kommt nochmal jemand vorbei. Rechts. Ja, ich komm rechts. Bleibt am besten alle links, dann kann ich schön vorbeiziehen. Danke, danke. Ja, 8 von vorne. Ja, 8 von vorne. Bei Escalates, ganz wichtig. Ja, einer hat schon dran. Ja, sehr an gut, den sehr Camaro gut, sehr direkt gut. Hinter mir, gell? Du musst auch blocken. X-Klasse hinten. Alles klar. Escalade sind au. Sowieso. Ne, der hintere Escalade bitte. X-Klasse durch. Ja, alles klar, dann bleib ich jetzt hinten bei. Müsste das. Hat oder? Schon den Scout gesehen? Ja, da kommt die X-Klasse. Ja, ich sehe die X-Klasse. Bisschen abgeräumt. Der Escalade, der an der Limo ist, bitte Begleitschutz Limo. Achtung! Machen. Vorsicht! Oh, scheiße. Warum ist der so schnell? Ich bin nicht. Ja, der schiebt uns jetzt halt in der Route vorbei. Du musst umkehren, Limo, ne? Wir können diese Route nicht fahren. Ja. Es sind beide gerade. Jetzt müssen wir wieder koordiniert vorgehen, sonst wow, ich komm. Mann, ich hasse sowas. Ich bin auf dem Weg. Zu wenig Kraft und eine Mauer zu zerstören. Den bieg rechts ab, Limo. X-Klasse kommt auch. Camaro, R6er hin, pass auf, der. Ist mir scheißegal. Wunderbar. Ich opfer mich jetzt einfach. Das ist mir bums egal. Ich will jetzt diese zweite Stage überleben. Also, alle Einheiten, die jetzt gerade hinten sind bei der X-Klasse, voller Attack auf X-Klasse. Alles klar. Und gehen wir noch wir vorne, sind zu dritt hin. Nimm ich mal so vorne irgendwie das. R6er ist. Oh, X-Klasse kommt gleich. Yes, yes. Während die Escalades vorne an der Limo bleiben und im schlimmsten Falle. Soll ich jetzt Camaro vorne auch noch mit angreifen? Ja. Okay. Okay. Kann man mal den R8 da wegnehmen? Ja, warte kurz. Kurz. Nicht im Baum rein! Team! Nein! Oh, Kai! Kai! Okay, X-Class ist ganz nach vorne gefahren. Also ja, bitte diese mal da aufpassen. Die dreht, glaube ich. Ich glaube, die wird gleich wieder drehen. Die fährt durch die Blitzerzone. Geh weg, R8. Ja, haltet, versucht. Limo kommt durch. Kenny, gib Gas. Okay, Muffin, wir fahren jetzt parallel, dass wir da möglichst viel abdecken. Oh ja, sie wendet. Sie wendet. Weil der hinten sehr schnell kaputt geht. Ja, ach, kommt gleich von hinten. Ich bin der Einzige, der noch zwischen allen steht. Ne, ich hab den meisten Schaden hat die X-Klasse. Okay, also, die X-Klasse scheint sich zu reparieren. Ja, ich hab den schon. Nein, der X-Klasse ist hinten. Nimmt wieder Fahrt auf jetzt.
Vorsicht, er kommt wieder, ich versuche ihn wieder auszubremsen. Ein bisschen mehr Gas. Ja, ich hab grad eine X-Taste geküsst. Ich genau, Muffin, wir nehmen Escalates, jetzt nicht schlafen, auf. Nicht schlafen. Ihr fahrt ja einfach irgendwo rum, aber nicht da, wo der Angriff kommt. Vorsicht. Der vorderste Cadillac. Oh. Alter. Camaro, du bist zu weit vorne. Komm, Junge, verpiss dich. Ja, das Problem ist, jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Hinter die mir freimachen, hinter mir freimachen. Ja, hinter dir ist frei. Ne? Haltet die fest, haltet die fest, macht die fest. Festsetzen. Ja. 21, 22, 23, 24, 25. Sie sind raus, sind beide raus, sind beide raus. Sie müssen beide raus. Jetzt wieder ganz, ganz schnell. Limo, Gummi. Gut gemacht, Leute. Die können gemacht. Beide, die müssen sich vorne dran spawnen. Deswegen alle nach vorne, alle vor die Limo versuchen. Okay. Vorsicht, Limo jetzt. Limo weiterfahren, Limo nicht okay, ausbremsen. Wenn er ruhig opfern, sehr schön. Ja, sehr gut. Limo, ist Limo durch? Komm. Limo ist durch. Limo ist durch. Limo muss durch. Rechts hoch, rechts hoch. Ja, das haben wir. Safe. Wir sind safe. Nichts mehr rammen, nichts mehr rammen. Keinen unnötigen Schaden mehr reinholen. Sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt. Sorry für den forschen Ton gerade bei den Escalades, aber das sah halt gerade so lustig aus. Der eine Escalade dümpelt da rechts rum, der andere links und die beiden Angreifer fahren dann die Mitte. Ich habe gesehen, hier hinten kloppen sich alle um R8 und da schießt die X-Klasse vorbei. Die wollte ich anpeilen. Ja, alles cool. Also deswegen nimmt es nicht so persönlich mit den forschen Worten manchmal. Ist aber ich denke, muss man immer der Arsch sein, weißt du? Nee, Ray schreit einfach gern, das wissen wir schon. Ja, alles das gut, sowieso. Ich habe nur 7% dazu bekommen. Ja, ich habe also einiges. Bis jetzt in der unter 30%. Ja, 27. Ah, das ist okay, dann kriegen wir nochmal 8 Reparaturpunkte zu den 3, die wir uns gespart haben. Das heißt, wir haben 11. Voll. Das ist eine gute Ausgangslage. Wir haben 2 gespart. Entschuldigung, wir haben 2 gespart, das heißt, wir haben 10 Reparaturpunkte, wollen wir uns natürlich jetzt nicht. Ich wollte euch nur testen. Nicht bescheißen, wenn du es auf Video hast. Genau. So, nee, mit Absicht sowieso nicht. Ich bin, was das angeht, lieber ziehe ich mir einen ab wie einen dazu. Nein, das machen wir auch nicht. So, ja, das ist mir schon klar, aber ist egal. Gut, es gibt eine finale Stage. Hey! Und die wollen wir natürlich auch schaffen. Und ich glaube, wir schaffen auch ein gutes Spiel bis jetzt. Und deswegen, ja, es geht, das kann ich ja schon mal sagen. Von hier nach Bamborough Castle, also das, was die vorher die allererste Stage war, nur umgedreht. Tja, dann gucken wir mal, was unser Plan ist und ja, schauen wir einfach mal. Ja. So, die alles entscheidende Stage für uns steht an, natürlich auch für die Angreifer. Wir haben eine gute Ausgangslage, wir haben mächtig repariert und ja, haben uns entschieden, tatsächlich eigentlich mehr oder weniger die doofe kleine Taktik von unserer ersten Stage zu spielen. Da sind wir ja vorher hier beim Strand gestartet und sind dann bis zu VIP gefahren. Diesmal starten wir ja hier bei Kingfisher Cottage, deswegen wir fahren aber trotzdem diesen Weg hier quasi wieder zurück. Hier runter. Jetzt diesmal tatsächlich go live rückwärts. Jetzt stimmt's. Genau hier rum und dann versuchen wir einfach, wir suchen einfach so viel Schwung wie möglich einfach mitzunehmen, so wenig Kreuzung wie möglich zu fahren. Sprich, wenn es gut läuft, kommen wir gut durch, können viel Meter machen, ob sie uns entdecken oder eben nicht. Ja, das ist eigentlich soweit, deswegen auch hier würde ich einfach sagen, wir geben einfach das Startsignal und dann direkt losfahren, sobald die, ja, go, go, go. Ja, wir haben, glaube ich, in der Positionierung nur einen Tausch gemacht. Andi macht jetzt den vorderen Scout. Weil Herbsti der eine ist, der nicht repariert wurde und wir haben gesagt, der vordere Scout. Bin mir nicht sicher, aber der Evo könnte links gewesen sein. Okay. Meinen kleinen Schatten gesehen zu haben. Passt. Ich zieh mal ein bisschen vor. Okay. Ja. Oh. Wir halten so ein paar hundert Meter Abstand, dass mir entgegenkommt der Racer Abstand. Der Camaro hinten bitte ein bisschen aufschließen. Ja. Ist nämlich komplett weg. Ja, mein Controller ist ausgegangen. Ach so. Weil ich bin jetzt nämlich gerade der Einzige, der hinten deckt. Seid ihr gerade ausgefahren, oder? Geradeaus. Wir fahren direkt nach Süden. So wie es besprochen wurde. Da hat einer auch gepasst beim Briefing. Das ist mehr ausgefallen als der Controller, glaube ich. Eigentlich ist es mein Job, dass mehr als der Controller ausfällt. Aber ja, das hat früher Vorsicht, immer Max gemacht. Der hintere Scout ist aber noch... Herbst, du bist noch da, ne? Ich bin da, ja.
Ah ja, okay, gut, ja, ich seh dich. Wunderbar. Dass ich jetzt nicht ständig nach hinten gucken muss wie so ein Affe. Ich muss gerade nach hinten schauen, weil ich alle verloren habe. Black, hey, wir sind ein bisschen zu weit vorne. Ich weiß schon, ich decke hier nur die Kreuzung ab. Dass okay, ich dann hier mach ich hier ein bisschen. Camaro. Ja, nicht vorbei. Verkehr, Vorsicht. Ja, alles gut. Müssen wir wissen, wo wir langfahren müssen. Hab wo ich seid nicht ihr gerade, Limo ungefähr? Beim Baustellendreieck. Perfekt, alle. Oh, okay. Das im Kanon aufgezählt. Super, jeder weiß Bescheid. Ja, die eine Stelle in der Karte, die ich auswendig gelernt habe. Yes! Ja. Ja, die Dauerbaustelle. Ja. Wo sie gesagt haben. Kontakt, glaube ich. Nee, ich sehe nichts. Ich fahre mal zum Kreisel vor, von woanders könnt ihr ja nicht kommen. Ach stimmt. Von dem Kreisel warte ich dann. Oder? Ja, ich bin schon mit da. Wieder nach vorne. Also der hintere Kanal ist viel zu weit hinten. Das ist glaube ich JK, der hat nämlich auch die eine Straße, oh, die ich ja. Die Gruppe vorne ein bisschen wieder an R8 den vordersten vorne, Escalate. R8 vorne. Okay, beide Escalates bitte Bild mobilisieren, unten. Zusammen, parallel. R8 kommt zu euch. Alles okay, klar. Genau, Camaro auch gegen vorne dazu, genau, perfekt. Ich bleib trotzdem hier vorne, nicht, dass ich euch auch noch entgegenkomme. Ja, Limo ein bisschen schützen. Nee, Camaro nicht so weit, schön zusammenbleiben, so dass er... Vorsicht. Ja, ein bisschen gestaffelt. Ein bisschen mehr Gas. Heavy von hinten. Heavy von nein, hinten. Nein, es genau durch. Ja, deswegen meine ich ja, so schön zusammen. Einmal. Ja, egal, komm, egal. Limo fährt immer noch oder ist er schon wieder gestoppt? Nee, ja, die versuchen gerade zu stoppen. Wir müssen versuchen mal den R8, okay, genau, sehr schön. Ist mir jetzt egal, ob ich jetzt Schaden fresse oder nicht. Achtung, ich ziehe links durch. Ich habe keinen Bock auf euch. Ich mag Camaro, euch. Ich habe eine von nach vorne gesetzt. Ich hol mir die X-Klasse. R8 von hinten, R8 von ja, ich sehe es. Alles gut. Oh, fuck. Das war ein Mini. Frontal gegen die X-Klasse. Oh mein Gott. Der Pagani ist es natürlich mehr als nervig gerade. Ja, ich verstehe das. Bin ich im Weg. Du VW! Oh. Da war eine 8. Ich sehe die Limo nicht mehr. Die fürs die vorne im gleichen Kreisverkehr, gleich beim Kreisverkehr. Achso, schwinde X-Klasse, niemand macht das. R8 Vollmariten reinballern oder so. Aua. Ja. Ich wieder von hinten. Wo ist die Limo? Die Limo ist hier vorne, direkt Einfahrkreisverkehr. Heavy von hinten. Was macht ihr beide jetzt hier vorne? Die kommt von ja, außen. Weil die Limo-Ansage nicht kommt. Da hieß es, sie ist vorne am Kreisverkehr, dann ist es nicht. Das ist doch Blödsinn. War an der Einfahrtkreisverkehr. Ja, ja, danach wurde das gesagt. Vorher wurde gesagt, sie ist schon am Kreisverkehr, da war sie aber gar nicht. Wo ist die Limo? Hinten. Eingang Blitzerzone gerade. Er ist gerade. Heavy resettet sich. Okay, der kommt gleich von vorne. Heavy resettet sich. Versuchen wir den Heavy abzufangen. Ich fahr von vorne. Vorsicht. Racer R8 resettet sich auch. Ja, ich hab 60. Vorne. Egal, jetzt kann ich erstmal wieder alle nach vorne, außer der Scout hinten bleibt hinten. Alle vor die Limo. Die werden von vorne kommen. Scout sehen wir sowieso gerade nicht. Einfach Block machen. Scheiß drauf. Alter. R8 seitlich getroffen. Nicht das zu weit von der Limo weg, Leute. Ja, R8 kommt. Heavy frontal. Ich hab den R8 gerade erstmal voll weggeschossen. Okay, 79. R8 an der Limo. Zurückhalten. R8 hinter der Limo. Ein Escalate hinten, einer vorne bleiben vor der Limo. Hintere auf um R8 kümmern. Da kam die hab den Heavy frontal, hab 82%. Das ist so nervig, dass der immer so easy verpeilt. Den R8, der geht mir gerade tierisch auf den Nerven. Ja. Ich bin in dem R8 hinten reingefahren. X-Klasse müsste doch Heavy hat gut gefressen, der kann nur noch langsam Speed aufbauen. Die X-Klasse hat er und zweiter Escalate, fahr du vor. Oh, sorry. Kümmer dich um die Limo, ich halt den anderen hier hinten auf. Ja, nimm ruhig die ganze Mauer mit. Vorsicht, da vorne kommt jetzt gleich eine Brücke. Heavy hängt im Baum. Heavy setzt sich zurück. Escalade. Okay, ich werde mich jetzt opfern. Muffin! Kann er nicht, der Heavy ist raus dann. Heavy ist raus. Hab den Heavy gekillt. Vorsicht, Brücke schützen. Also nicht die Brücke schützen, sondern die Limo vor der Brücke schützen. Sehr gut, haben wir gut gemacht, sehr gut. Ja, das war jetzt. Ja, ich bleib hier. Ja, das ist gut so. Camaro bleibt rechts, wenn's geht. Friendly Fire war das gerade. Blitzsteuerung. Nicht ausbremsen. Limo von vorne. Innen rein. Sehr schön. Voll weggeschossen. Camaro tot. Nö, ich hab noch 10%. Geh weg. Meiner ist tot.
Muffin, Nemo, kämpf doch nicht gegen uns, du musst doch... Ich verstehe das manchmal echt nicht. Ich wurde in eine Kante gedrückt. Ich wurde komplett geblockt, ich habe nicht einfach so frei zu fahren. Du hast mich nicht geblockt, sondern wir decken deine Seite, verstehst du das nicht? Nee, von vorne vom R8. Ja, ach, dass du mir durchgefahren hast. Ja, ja, das haben wir schon mitgekriegt. Junge, die Limo ist einfach der übelste Einzelgänger. Macht aber alles. Ich bleib bei der Limo. So, jetzt von da kann er nichts machen, der R8, alles gut. Scout kommt von hinten links hinten. Das Scout ist langsam, der ist wurscht. Ja, ich merk's grad. Aber wir haben's gleich. Ach, da sehe ich den Scout. Ich muss doch 120 schaffen, es ist doch... Gibt's nicht. Haben wir gleich. Kann eigentlich nichts mehr passieren. Versuch vor, die von den Acht zu kommen und bremsen, wenn's geht. Ich versuch's, aber... Ja, alles gut. Ist irgendwie. Ja, der schiebt sich gerade, ist egal. Komm halt nicht mehr nach. 800 okay, Meter. Pass auf, ich fahr, nehm die Limo, Limo-Decken, Camaro. 700 Meter. Ja, durch. 500 Meter. Ja, okay, Hammer, easy. Nun ja, ich wurde jetzt an der Brücke in der Kante gedrückt von RSX. Ja, ist doch Bums. Ja, Friendly. Ja, Hauptsache die Limo, ey. Das ja, ist mal ganz ehrlich. Hat mir 100% alles gedrückt. Ey, Muffin. Ja, so ist es halt. Man muss halt auch mal Opfer bringen, ja? Und wenn es die ohne eigenen Opfer sind. Um das einfach vollständig zu machen, wie viel Schaden hat jetzt die Limo? 45,6. Ja, alles easy. Wir haben es geschafft. Und ich finde, das war zumindest mal in dieser zweiten Runde, so wie ich gehört habe, war die erste Runde ein bisschen chaotischer bei den Cops. Aber ich glaube, jetzt diese zweite Runde fand ich sehr gut. Im Chaos trotzdem versucht, organisiert und ruhig zu bleiben. Da hatten wir schon andere VIP-Runden, möchte ich meinen. Oder wie seht ihr das? Ich finde generell die zweite Runde einfacher, weil man dann noch ein bisschen eingespielt ist, gerade wenn man dann halt im gleichen Team ist. Okay, das heißt, du willst jetzt damit sagen, Aragos, Beta und ich hatten keinen Effekt, perfekt. Passt, dann schenke ich euch das nächste Mal nicht meine Reparaturpunkte und komm gerade so durch die letzte Stage durch mit 5% Luft. Gebe ich dir recht, aber das Ding ist auch, wir haben jetzt auch schon eine Weile keine VIP-Ausgabe mehr gehabt. Habe ich ja am Anfang in der Artmod auch schon so ein bisschen angekündigt. Aber trotzdem fand ich auch über die ganzen anderen alten VIP-Ausgaben, war das eine ganz gute organisierte Runde. Innerhalb dieses Chaos muss ich das immer auch an die Zuschauer vorstellen. Es ist ein super Stresslevel, was man hier hat. Man muss auf sich selber gucken, man muss auf die Limo gucken, man muss gucken, was machen die anderen. Dann kommt irgend so ein dummer Move, ein Netzwerk-Lag, irgendwas, und dann denkst du, oh, was für ein Vollidiot, dabei kann er gar nichts dafür. Naja, also keiner macht ja mutwillig Blödsinn, man spielt hier als Team, aber es ist einfach halt, wie gesagt, ein riesen Stresslevel. Wir versuchen das natürlich ruhig irgendwie hinzubekommen, aber ich glaube, das macht es ja auch irgendwie so unterhaltsam, und am Ende haben wir uns ja auch immer ganz toll lieb, und deswegen will ich auch sagen, geil gespielt. Verdient, würde ich behaupten, die drei Stages durchgewuppt. Vielen Dank ans Team und an die Racer, die ziehe ich auch gar nicht mehr rein. Trotzdem vielen Dank fürs Mitspielen und ich sage jetzt trotzdem mal tschüss, check die anderen Sichten aus und bis dann. Macht's gut, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.